Hallo liebe YouTuber, heute gibt es ein Video mit einem schönen Bäumchen, passend zur Jahreszeit. Das ist was ganz Tolles, weil es ist kein Bäumchen mit Wurzel und es lässt sich dann auch mühelos nach Weihnachten entsorgen. Aber bevor ich das im Detail zeige, möchte ich doch erst nochmal ein kleines Dankeschön sagen für die vielen, vielen Zuschauer zu meinem letzten Laternenvideo. Das ist die Laterne mit Lichterkette. Das haben so viele geguckt und so viele schöne Kommentare. Vielen, vielen Dank. Der Link zu dem Video, den blende ich nochmal ein. Und das ist auch was Wunderschönes für die Jahreszeit. Lichterketten sind total im Trend. Deswegen arbeite ich heute auch wieder mit Lichterkette weiter. Und jetzt zeige ich dir erstmal, was man dazu braucht. Man braucht eine schöne Konifere. Die wächst meistens so in eine Richtung. Wie man sieht, das ist die hintere Seite. Und hier ist die buschige, das heißt, man braucht ein paar schöne Koniferenstücke, die dann aussehen wie ein Bäumchen. Die sollten also schön buschelig und hoch sein. Man braucht Steckmasse. Ich habe die jetzt hier schon eingeweicht, damit es nicht so lang dauert. Zwei Stücke habe ich genommen. Schönes Moos, Plattenmoos, also schön grün. Dann zur Deko von dem Ganzen habe ich ganz tolle Elche. Die Mama und das Baby. Also die sind total süß und oder irgendwelche schönen Filztierchen, Zapfen, Nüsse, Sterne, ist alles total schön zum Dekorieren. Dann ein schöner Korb, möglichst wetterfest. Ich finde diese dicke Flechtung ganz toll und dann sieht der schön aus. Der eckige Korb, der steht besser als ein runder, aber wenn der runde Korb auch unten nicht so eng ist, dann geht das auch. Dann ein bisschen schönes Gestrüpp, Euphorbia spinosa ist ja das, was ich immer gern nehme. Und eine Lichterkette. Ich habe hier super Lichterketten. Die sind sogar, also zum einen mit dieser Schnur, diese schöne Optik. Und zum anderen hat diese Lichterkette einen Timer. Timer heißt bei meiner Lichterkette, die ist 6 Stunden an und 18 Stunden aus. Cooles Teil. Ich versende es auch als Warnsendung und schreibe es nochmal in der Beschreibung dazu. Ja, so, dann fange ich doch mal an mit meinem Korb. Ich nehme die Steckmasse und habe das jetzt, also hier passen jetzt zwei Ziegel natürlich ganz toll rein. So, das ist wunderbar, das sieht super aus. Aber damit ich die ein bisschen bearbeiten kann, mache ich erst nochmal ein bisschen Moos über die Steckmasse, weil ich möchte ja keinen Steckschaum sehen. Und Moment, noch ein bisschen Moos dazu. So, ich möchte nämlich keinen Steckschaum sehen und das soll aussehen, als ob dieser bemooste Fuß im Wald an der Steckmasse ist. Nehmt Draht, Wickeldraht, Basteldraht und wickel wirklich nur den oberen Teil um das Moos rum, weil der untere Teil verschwindet ja im Korb. Insofern ist es dann wirklich nur zur Deko und ich kann natürlich schön wickeln um das Moos, da geht der Draht nicht in die Steckmasse rein. Und wie immer, wenn ich mit Draht was mache, nehme ich den Draht aus der Richtung, aus der ich komme, mache eine Schlaufe und gehe mit dem Draht in der anderen Richtung komme von der anderen Richtung und verdrehe den Draht miteinander. So, fertig ist die Moosbasis. Das Moosi ist natürlich auch ganz toll, weil das ist Frischsteckmasse. Und wenn die Zweige in dem Moosi sind, dann halten die auch schön frisch. So, das erinnert doch jetzt schon sehr an einen echten Baum. Dann habe ich hier ganz tolle Zweige gesucht, wie gesagt. Und die sind auch schön dick. Ich teste jetzt mal ein bisschen. Man muss immer mal gucken, dass es schön zusammen aussieht. Ich teste ein bisschen, ja, die drei Zweige so zusammen. Sehen doch aus, als ob es ein echter Baum wäre. Und es ist gar keiner. Und dann lässt sich der Korb im Frühjahr auch ganz toll mit anderen, mit frühen Frühlingsblühern bepflanzen. Das ist natürlich super, dann kann man den immer anders nutzen. So, das ist schon der erste Teil. Ich mache immer so einen schrägen Anschnitt bei den Koniferen. Dann gehen die besser in die Steckmasse rein. Jetzt
zweite Teil. Und hier kommt auch schon der letzte Teil. Und das ist doch verblüffend einfach, wie simpel das ist und schon aussieht wie ein echtes Bäumchen. Das ist eigentlich täuschend echt. Dann nehme ich so ein bisschen Gestrüpp, weil so ein bisschen schöne Deko möchte ich gern haben. Und nehme, Moment, brauche ich jetzt mal ein bisschen trockene Hände. Mit feuchten Händen lässt sich der Draht so schlecht abwickeln. Nehme wieder mein Draht und wickle einfach dieses Gestrüpp ein bisschen um die Basis drumherum. Kann ich wieder den Draht verdrehen. Der kann ruhig auch mal ein bisschen rustikal hier so abstehen. Das muss nicht immer alles so super akkurat sein. So, habe hier auch noch so ein Stückchen. Und dann sieht das im Grunde genommen ein bisschen aus schon wie original im Wald. So, meine zwei Elche, die hätten gern noch ein schönes Zuhause. Und ich nehme noch mal so ein kleines, was Holziges, so ein Stückchen. Mach das mit einem Draht in die Basis rein. Und also die Elche kommen ganz am Schluss. Jetzt gehe ich noch her und nehme einen Strobuszapfen. Das ist ein schöner, großer Zapfen. So. Kommt gleich der Vorführeffekt. Mal gucken, ob es klappt. Diesen Zapfen kann man an der Spitze anschneiden und kann ihn dann teilen in zwei Hälften, die Blattader entlang. Und schon hat man zwei halbe Zapfen. Das ist nämlich ganz toll, um noch mal ein bisschen zu dekorieren und den Zapfen am Moos zu kleben. Und da klebe ich auch an der Zapfenader, da wo ich ihn geteilt habe, da klebe ich schön entlang. Und dann kann ich den ganz toll hier einfügen. Das sieht dann aus, als ob die Zapfen so auf den Waldboden gefallen wären. Einfach total natürlich. Und natürlich ist ja genau das, was ich dir auch immer so gern zeigen möchte. Ganz, ganz, ganz viel Natur und nicht so viel Kunst und kein Plastik, weil wir wollen nur mit Natur arbeiten. Und das ist auch so das Konzept meines Ladens. Gehe da sehr gern in die natürlichen Details. Ein Holzsternchen, ein weißes Holzsternchen, finde ich auch sehr hübsch, weil ich habe jetzt beschlossen, dass das meine Vorderseite ist. Man muss sich ja immer so eine Vorderseite aussuchen, die man am schönsten findet. So, ein Sternchen. Und dann hätte ich gern noch einen hübschen Standplatz für meine Hirsche, für meine Elchis. Ich glaube, das ist ganz schön, wenn das nochmal so ein bisschen... Ich nehme ein bisschen Moos, dann kann ich den Elchen einen besseren Stand verleihen. Dann lassen sich die Füßchen leichter kleben. So. Das sind eh so kleine Füßchen. So, klasse. Ich liebe Elche. Und jetzt machen wir mal Mama und Kind. Baby-Elch kommt auch noch mit da drauf. Ja, eigentlich brauchen wir, nee, ich glaube, die Nüsse und so lasse ich weg. Und damit das Ganze noch richtig schön weihnachtlich ist, wollte ich gern auch eine Lichterkette, um das Ganze festlich zu machen.
wie gesagt, der Timer, der geht automatisch, wenn ich den das erste Mal anmache, dann ist die Lichterkette, sorry, ab dem Zeitpunkt 6 Stunden an und dann ist sie 18 Stunden aus. Also eigentlich ist das schon das ganze Geheimnis, da ist ein kleiner Draht und fertig. Fertig ist meine Dekoration mit dem Bäumchen. Ganz einfach gemacht, mit ganz einfachen Mitteln. Und ja, ich freue mich, wenn dir mein Video gefallen hat. Meine Deko-Idee für heute. Es ist eine ganz tolle Deko, egal ob drin oder draußen. Und wenn es abends dunkel ist, dann wirken natürlich die Lichterketten umso besser. Das Batteriekästchen lässt sich hier locker verstecken in den Bäumchen. Hier ist es ganz, ganz easy. Aber bei einer anderen Arbeit zeige ich dir auch noch, wie man am Glas dieses Kästchen ganz toll versteckt. Aber es kommt in den nächsten Videos. Es muss ja noch schöne, spannende Sachen geben. Insofern freue ich mich, wenn du dran bleibst, mich abonnierst und ich wünsche dir eine ganz tolle Vorweihnachtszeit. Tschüss, bis bald.